Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Donnerstag. In den nächsten 30 Minuten erwarten Sie unter anderem diese Themen. Erster Allgäu Azubi Award, 10.000 Euro für die besten Auszubildenden in der Region. Ode an die Heimat, Mundartverein bringt Allgäuer Heimatversle als Buch heraus. Und Schlemmen mit Musik, beim Grillabend im Landgasthof Hirsch in Wilpoltsried geht's heiß her. Das Allgäu ist eine der beliebtesten Ferienregionen in Deutschland. Grund hierfür sind neben Natur- und Freizeitmöglichkeiten auch motivierte und freundliche Mitarbeiter in den einzelnen Branchen. Gerade im Hotel- und Gastronomiebetrieb sind die Angestellten von besonderer Bedeutung. Um hierfür heimischen Nachwuchs locken und auch fördern zu können, gründete die Hotelkooperation Allgäu Top- und Landhotels die Initiative Quality for You. Mit ihr sollen nun jährlich die besten Azubis in den einzelnen Sparten der Hotelbranche gekürt werden. Gestern wurde der Allgäu Azubi Award erstmals verliehen. Meine Kollegen Madeleine Regler und Thomas Kehre haben das Geschehen einmal unter die Lupe genommen. Einen schönen guten Abend. Einmal hier die Speisekarte. Darf es denn schon was zum Trinken sein bei Ihnen? So wird man in Allgäuer Gaststätten und Hotels oft begrüßt. Die kommunikative und freundliche Art wird hier mindestens genauso geschätzt wie das Handwerk der Angestellten. Schon früh lernen die Auszubildenden, was bei ihrer Arbeit besonders wichtig ist. Um das fördern zu können und gleichzeitig einen Anreiz für gute Noten zu schaffen, rief die Kooperation Allgäu Top- und Landhotels die Initiative Quality for You ins Leben. Seit diesem Jahr verleiht sie den Allgäu Azubi Award. Wir haben uns also dazu entschieden, vor einem Jahr diesen Preis auszuloben. Gesamtwert jeweils 10.000 Euro und das eben jährlich. Das heißt, dieses Mal war es das erste Mal, dass er verliehen worden ist und wird jetzt in Folge dann regelmäßig jedes Jahr am Ausbildungsende stattfinden. Das Preisgeld stellen die 80 führenden Hoteliers im Allgäu zur Verfügung. Gemeinsam haben sie sich zu den Allgäu Top- und Landhotels zusammengeschlossen und verleihen beim Allgäu Azubi Award Preise zwischen 500 und 1.000 Euro. Die gehen an die drei Auszubildenden mit den besten Zeugnisleistungen in den einzelnen Hotelbranchen. Die vier Ausbildungssparten sind bei uns Hotelkauffrau, Kaufmann, Köchin, Koch, dann Hotelfachfrau und Fachmann und Restaurantfachfrau, Fachmann. Das sind die vier Ausbildungssparten in der Hotellerie, Gastronomie. Eine der Gewinnerinnen bei den Restaurantfachfrauen ist Jennifer Glauch. Sie macht ihre Ausbildung im Hotel Sonnenhang in Oi und überzeugte mit ihrer Leistung in der theoretischen Abschlussprüfung. Ich habe eher gedacht, dass ich da nicht dazugehöre. Ich habe auch nicht gewusst, dass es einen Azubi-Award gibt. Aber dann ist der Chef zu mir hergekommen und hat gesagt, ja Jenny, da habe ich einen Brief bekommen. Und dann war ich erstmal irgendwo schockiert und auch überrascht, dass ich da dabei bin. Und das war ein gutes Gefühl. Jennifer ist nicht nur stolz auf ihre Auszeichnung, sondern auch darauf, dass sie ihren lang gehegten Berufswunsch verwirklichen konnte. Ich wollte schon immer was mit Menschen machen, den Umgang, weil das mir sehr wichtig ist, weil ich auch sehr viel kontaktfreudig bin und habe mir immer schon gedacht, okay, mache ich was mit dem Kindergarten, aber das habe ich dann wiederum nicht gemacht, weil ich auch was machen wollte, wo ich auch mit erwachsenen Leuten was zu tun habe und dann bin ich aufs Hotel gekommen und so bin ich dann in die Hotelbranche gekommen, ja. Jennifer schätzt besonders die Vielfältigkeit ihres Berufs. Neben diversen Tätigkeiten hinter der Theke oder dem Eindecken der Tische liegt ihr der Umgang mit Menschen am Herzen. Die Auszubildende ist stolz darauf, dass sie vor Gästen zeigen kann, was sie in den letzten 3 Jahren gelernt hat. Und das macht sie sichtlich gut. In 4 Tagen hat Jennifer ihre praktische Abschlussprüfung und hofft, dass auch dieses Ergebnis ein Grund zum Anstoßen ist. Auch das Kloster Irsee hat Grund zur Freude. 2 Auszubildende erreichten Top-Platzierungen. Florian Miller belegte in der Sparte Koch den 1. Platz. Phyllis Eier wurde bei den Hotelfachfrauen 2. Und bestimmt wurden die jungen Leute für ihre Leistungen auch ordentlich gelobt. Auch wenn im Allgäuer Dialekt Einspruch weit verbreitet ist. It g'schumpfer isch globet nur. Den kennen Sie bestimmt auch.
solche typisch Allgäuer Sprichwörter und Redewendungen erhalten. Das hat sich der Förderverein Mundart Allgäu auf die Fahnen geschrieben. Bei der letzten Aktion Allgäuer Heumatversle haben sich über 200 Allgäuerinnen und Allgäuer beteiligt und mehr als 400 Versle eingeschickt. Daraus wurden 12 ausgesucht und auf Bierdeckeln abgedruckt. Damit die restlichen Versle nicht umsonst geschrieben wurden, kam die Idee auf, sie in einem Buch herauszubringen. Das Ergebnis ist gestern Abend beim Mundart Allgäu Sommerfest in Buchenberg präsentiert worden. Hochdeutschschätzer, das kennen wir Allgäu nicht. Doch im Dialekt, das sind wir fit. So klingt das Allgäuer Heumatversler von Stefan Wagner aus dem Ostallgäu. Sein Versler ist bei der ursprünglichen Aktion Allgäuer Heumatversler ausgewählt worden. Aus allen Einsendungen ist jetzt ein Buch entstanden. Damit will der Förderverein Mundart die Vielfalt der Sprache hier im Allgäu aufzeigen. Ja, man sagt ja, der Allgäuer Dialekt, das ist der schönste Dialekt. Es gibt natürlich auch wieder andere, die sagen, ein klassischer Allgäuer Dialekt gibt es nicht. Das ist in der Tat so, weil es einfach so viele unterschiedliche Nuancen im Detail gibt, wie der Allgäuer oder Dialekte aus dem Allgäu klingen. Und wir haben ja auf der einen Seite den alemannischen, auf der anderen den schwäbischen Einschlag. Und das sind schon ganz entscheidende Sprachgrenzen. Aber nichtsdestotrotz, das Allgäu ist eine Einheit. Und wir wollen als Förderverein Mundart Allgäu natürlich uns darum bemühen, dass möglichst aus allen Allgäuer Gebieten, Städten, Regionen die Autoren bei so Aktionen mit dabei sind. In dem neuen Büchlein sind 236 ausgewählte Allgäuer Versler zum Schmunzeln, Lachen und Nachdenken abgedruckt. Alle wurden bei der vorherigen Aktion eingeschickt. Dort waren die Allgäuerinnen und Allgäuer aufgefordert, 8 bis 10 Zeilen über Heimat, Tradition, Land und Leute zu dichten. Die schönsten 12 wurden dann auf Bierdeckeln abgedruckt. Wir haben eine Auflage gemacht für 500.000 Bierdeckel. Das ist eigentlich so ungefähr die Zahl, die wir so im ganzen Jahr über brauchen. Ja, und dann waren wir total erstaunt, dass nach 4, 5 Monaten diese ganzen Bierdeckel weg waren, weil alle Touristen, die mitgenommen haben, viele Allgäuer sind in die Wirtschaft gegangen und haben den Wirt gefragt, ob sie die Bierdeckel auch mitnehmen können. Ja, und jetzt machen wir nach der Festwoche eine neue Auflage, auch nochmal 500.000. Und weil die Gedichtaktion so erfolgreich war, sind jetzt zusätzlich zu den anfangs 12 Autoren insgesamt über 100 in dem Buch veröffentlicht worden. Um das zu feiern, wurden beim Sommerfest einige der Verse vorgetragen. Doch mit den Heumatversler ist die Arbeit des Fördervereins noch lange nicht getan. Das nächste Projekt ist schon in Planung. Wir wollen als nächstes ein Allgäuer Dialekt-Wörterbuch von A bis Z rausbringen. Da haben wir jetzt einen Aufruf gestartet und werden derzeit im Positiven nahezu überrollt von Begriffen. Weit über 5.000 Allgäuer Begriffe sind bereits schon eingegangen. Also wird eine große Herausforderung, aber wird sicher was ganz Spannendes. Und auch für die Nachwelt, was wir ja eigentlich auch mit dem Verein bezwecken wollen, dass wir Dokumente schaffen. Dokumente, die den Fortbestand des Allgäuer Dialekts sichern in seiner ganzen Vielfalt. Kurgschallerkleid, Mu, Mäh und Kikriki gehört im Allgäu zur tierischen Heimatmelodie. Die Allgäuer Landluft, auch wenn beschüttet ist, haltet uns Allgäuer gesund, schön und frisch. Gleich sind wir zurück mit Kompakt. Bierspezialitäten Zöttler Hefeweizen alkoholfrei und Zöttler Bier alkoholfrei sind die idealen Durstlöscher für Sportler und alle aktiven Leute. Gebraut nach dem Reinheitsgebot versprechen die isotonischen Getränke vollen Geschmack und puren Genuss. Ganz ohne Alkohol. Zöttler Bier. Das Bier der Allgäuer. Yeah.
Traumhaft Reisen mit Arnold. Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Ein Energieträger, der mich unabhängig macht von Öl und Gas? Der nachwächst und auch unseren Kindern noch zur Verfügung steht? Pellets, die Energie, die nachwächst. Setzen Sie auf nachhaltige Rohstoffe unserer Heimat und starke Partner aus der Region. Informieren Sie sich www.pellets-solarteam.de. Seine Majestät, Ludwig II., König von Bayern. Ein neuer König auf dem Thron. Lasst eure Herzen jubilieren. Der König kommt, der König bringt der neue. Ludwig II., das Musical. Jetzt in der Big Box Allgäu. Wir kümmern uns auch um kleine Aufträge. Preiswert, freundlich, kompetent. Nicht Billiges noch billiger, sondern Gutes extrem günstig. Küchentreff in Kempten, Immenstädter Straße. Küchentreff, wir bringen's auf den Punkt. Freundlich, kompetent, zuverlässig. Buchhandlung Pröbster, Ihre Nummer 1 in Kempten. Branchensieger beim Kemptener Kundenspiegel. Kompakt am 14. Juli. Auf der A7 in Höhe Fellheim hat sich gestern ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Ein 32-jähriger Mann war in Richtung Würzburg unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn ins Schlittern geriet. Er kollidierte mit der Mittelleitplanke und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die A7 war in Richtung Norden für 3 Stunden gesperrt. Das Allgäuer Brauhaus hat im Geschäftsjahr 2010 ein Minus von 1,1 Millionen Euro gemacht. Deshalb kann das Traditionsunternehmen seinen Aktionären keine Dividende zahlen. Der Grund für die roten Zahlen liegt laut Vorstand Heinz Christ in den gestiegenen Preisen für Energie und Malz. Außerdem sei der Bierkonsum im Allgäu um 4,5% gefallen. Zum neuen Geschäftsjahr sollen große Investitionen in den Bereichen Energieeinsparung, Abfüllanlage, Logistik und Produktentwicklung vorgenommen werden. Der Buchloher Stadtrat hat in seiner Sitzung beschlossen, einen Planungswettbewerb für den Bahnhofsvorplatz auszuschreiben. 5 Architekturbüros sollen sich künftig mit 9 Ideen für die Gestaltung des Buchloher Bahnhofs befassen. Unter anderem soll der Vorplatz des Bahnhofs neu gestaltet werden und ein zentraler Omnibusbahnhof gebaut werden. In 2 Wochen übergibt der Buchloher Stadtrat die detaillierten Aufträge an die teilnehmenden Architekturbüros. Der Altwirtschaftliche Verein im Allgäu hat die vorläufigen Viehscheidtermine 2011 veröffentlicht. Im Laufe des Septembers wird das Braunvieh wieder festlich geschmückt und für den traditionellen Albabtrieb fertig gemacht. Den Viehscheidanfang macht Oberstaufen. Am Freitag, den 9. September ab 8.30 Uhr werden die geschmückten Rinder ins Tal getrieben. Mit der traditionellen internationalen Elblerletze am Fellhorn endet die Viehscheidsaison. Am 25. September ab 10 Uhr findet die letzte gemeinsame Mahlzeit der Elbler auf der Alpe Schlappholz statt. Je nach Wetter und Verlauf des Albsommers können sich aber noch Terminänderungen ergeben. Und hier gibt's jetzt das Wetter. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. In der Nacht klingen die Regenschauer ab. Die Temperaturen sinken auf 11 Grad im Oberallgäu und auf 13 Grad im Unterallgäu. Der Freitagmorgen bleibt kühl, jedoch ohne Niederschläge. Das Quecksilber zeigt bei einem Mix aus Sonne und Wolken 10 Grad im Westallgäu. Gegen Mittag steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad im Oberallgäu und 18 Grad im Westallgäu. Es bleibt teils sonnig, teils bewölkt. Der Freitagabend bleibt meist trocken, das Thermometer zeigt Werte um 16 Grad an. Das Wochenende beginnt freundlich. Bei Temperaturen um 21 Grad wird der Samstag der schönste Tag. Am Sonntag ziehen bei frischem Westwind zunehmend Regenwolken auf. Das Thermometer zeigt nur noch 17 bis 18 Grad an. Der Montag eröffnet die Woche mit Regen und Werten um 15 Grad im Oberallgäu.
8 Wochen lang haben Katja Scheuer, Andrea Meyer und Patrick Wagner regelmäßig bei Palestra B mit Hilfe von Elektrostößen trainiert. Das soll dafür sorgen, dass auch tiefe Muskelpartien erreicht werden. Dazu haben die drei ihre Ernährung komplett umgestellt. Statt Pizza und Pasta und was ihnen sonst noch über den Weg lief, gibt es jetzt nur noch das, was ihr Körper braucht. Das wurde am Anfang der Aktion durch eine Blutanalyse festgestellt. Dreimal am Tag essen unsere Kandidaten seitdem fest vorgegebene Mengen von Lebensmitteln, die auf ihren Körper abgestimmt sind. Alle 5 Stunden. Jetzt ist der Tag der Wahrheit gekommen. Heute erfahren wir, was die ganze Disziplin gebracht hat. Wie viel haben Katja, Andrea und Patrick in 8 Wochen abgenommen? Katja ist die Erste, die zur Waage tritt. Ihr hatten viele am wenigsten zugetraut, die 8 Wochen durchzuhalten. Zu viele Diäten hatte sie in der Vergangenheit abgebrochen. Okay. Doch Sportprogramm und die Ernährungsumstellung hat sie durchgehalten. Klar, dass sie wissen will, wie viel beides gebracht hat. Am Ende sind es 12,5 Kilo. An Hüfte und Bauch hat sie 14 cm an Umfang verloren. Wie fühlst du dich jetzt? Super. Ich zitter gleich. Mich freut so. Doch, super. Also, das ist ein schönes Gefühl. Hast du mit so viel gerechnet? Nein, aber gehofft. Und es... Doch, das ist super. Ich kann gar nicht sprechen. Was für dich wichtiger, der Umfang oder das Gewicht? Eigentlich beides. Aber Umfang ist ja super. Also wir haben jetzt die letzte Zeit nicht gemessen, also das ist schon überraschend. Schön. Super. Freude auch bei den anderen Kandidaten. Als nächstes ist Andrea dran. Wird sie die Vorlage von Katja überbieten können? Was haben bei ihr EMS-Training und Ernährungsumstellung gebracht? Peter Berger macht es spannend. Das sind 7 Kilo. Sie hatte aber auch ein geringeres Grundgewicht als Katja. Dazu kommen übrigens 6 cm weniger an Hüfte und Bauch. Ich fühle mich auch sehr gut, muss ich sagen. Und werde es auch weiterhin weitermachen, weil ich noch nicht mein Zielgewicht erreicht habe. Aber man merkt es halt in jeder Tätigkeit, alles was man macht, es fällt leichter. Es ist auch schön, wenn man wieder Klamotten anzieht und es ist alles nicht mehr eng, sondern es ist einfach lockerer und ja, für mich wohl. Was wäre dein Zielgewicht gewesen? Ich wollte insgesamt 10 Kilo abnehmen. 7 habe ich jetzt geschafft in der Zeit. Also ich werde weiterhin dranbleiben und dass das so die 10, vielleicht 12 Kilo auf jeden Fall noch ein bisschen mehr runtergeht. Letzter im Bunde ist Patrick. Unter 100 Kilo wollte er kommen. Das war sein Ziel, möglichst viel abzunehmen. Hat er es durch hartes Training und eiserne Essensdisziplin geschafft? Ja, 19,4 Kilo. Wow. Knapp 20 Kilo hat er abgenommen, jetzt wiegt er 94 Kilo. 17 Zentimeter hat er an Umfang verloren. Hat er mit so viel gerechnet? Nee, nie. Also ich habe zwar immer gesagt, ich möchte recht viel abnehmen, aber das so viel wert, hätte ich nie gedacht. Was ist dir am wichtigsten? Eher das Gewicht oder eher der Umfang? Ich sag mal, beides, wenn es schön definiert ist. Also wenn es im Einklang ist, dann passt es. Aber Gewicht geht schon noch ein bisschen was. Muss. Was ist das Ziel? 85. Also 10 Kilo möchte ich schon noch weg haben. Das wären dann fast 30. Ja, geht alles. Aber das halt jetzt nicht mehr in 8 Wochen, sondern schön langsam jetzt dann. Mhm. Ja. Das heißt, du machst weiter? Ich mache auf jeden Fall weiter. Mache EMS-Training weiter, halte mich an den Ernährungsplan weiter. Auf jeden Fall. Jetzt wird aber erst einmal gefeiert. Zusammen geht die Truppe zum Essen in den Puro Club in Kempten. Und das Essen, das der Gruppe dort serviert wird, ist sogar annähernd metabolisch. Ja, Spaghetti-Gemüse aus Zucchini und Karotten gemacht. Mhm. Und gebratene Maishähnchenbrust und Pfirsich, Basilikumsauce. Mhm. Bon Appetito. Danke. Von den Erfolgen der Kandidaten sind die Bergers begeistert. Wir sehen ja, wir haben 3 verschiedene Menschen, 3 verschiedene Typen und jeder hat es für seine Weise verwirklicht. Von wem bist du am meisten überrascht? Eigentlich von niemand. Ich habe zwar an die Leute alle geglaubt. Es war mir klar, wie ich dann gesehen habe, dass sie mitmachen, dass sie sich genau an diese Nahrungen halten, dann war mir das klar, dass es funktioniert. War der Erfolg in der Größe vorhersehbar? Nee, das ist nie vorhersehbar, weil es sind immer diese Faktoren, halten Sie sich hundertprozentig dran, kommen Sie pünktlich zum Training und so weiter. Und das hat alles funktioniert. Deswegen der Erfolg. Wer dran bleibt, gewinnt. Und warum hat Patrick viel mehr abgenommen als die beiden Frauen? Man muss ehrlich sagen, die Männer tun sich leichter beim Abnehmen
und beim Trainieren wie eine Frau, weil die Füße einfach so ist. Und deswegen wird es auf jeden Fall. Aber er ist schon ein harter Hund, muss man schon zugeben. Die 8 Wochen hatten es in sich. Unsere Kandidaten haben sich geschunden und gequält. Doch es hat sich gelohnt. Zusammen haben sie fast 40 Kilo abgenommen. Und sie fühlen sich wohl dabei. Na dann, herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft. Wenn auch Sie sich für das metabolische Kochen interessieren, am nächsten Dienstag gibt Verena Berger wieder einen metabolischen Kochkurs im Kemptner Kempodium. Anmelden können Sie sich direkt bei Verena Berger unter 0831 69 71 57 89. Und ums Essen dreht es sich bei uns auch nach der Werbung. Bleiben Sie dran! Grenzenlos. Mit dem Fluss reisen. Städte und Kultur entlang der Donau entdecken. Oder auf dem Rad eindrucksvolle Orte erleben. Mehr dazu finden Sie auf www.urlaub-grenzenlos.eu. Entlang der Donau. Von Regensburg bis Linz. Wir freuen uns auf Sie. Erstmals bei Euregio. Euregio Chor. Singen und Musizieren. Ein Treffen von Landfrauen- und Bäuerinnenchören aus dem Alpenraum am 23. und 24. Juli in Oberstaufen. 11 Chöre aus 4 Nationen. Ein unvergessliches Erlebnis. Wir unterstützen Ihre natürliche Schönheit. Mit schonenden Eingriffen und wirkungsvollen Alternativen. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Ästhetik Klinik Kempten. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Umweltschutz. Für uns selbstverständlich. Wasser. Unsere natürliche Kraft der Natur. VW EW. Energie aus der Region für die Region. Gesundheit in besten Händen bei Ihrer AOK Bayern. Wertvolle Informationen zu Ihrer Gesundheit. Vom Säugling bis zum Senior, von Schwangerschaft bis Pflege. Experten der AOK geben Ratschläge für die ganze Familie. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem regionalen TV-Programm. Essen zu Hause wie bei der Mutter. Das heißt, es schmeckt und man fühlt sich rundum wohl. Das ist die Philosophie von Roger Weber. Seit 6 Jahren betreibt er zusammen mit seiner Familie den Landgasthof Hirsch in Wilpoltsried. Dort kocht der Chef noch selbst. Und im Sommer heißt es dann ab an den Grill. Meine Kollegen Evelyn Prieb und Jonas Strobel waren für unsere Restaurantreihe dabei. Mein Wirtshaus. Gut essen und trinken im Allgäu. Präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten. Gerade erst vor wenigen Monaten wurde die Gaststube renoviert. Doch bei diesem Wetter bleibt sie leer. Denn heute ist Mittwoch und bis zu 150 Gäste versammeln sich schon ab 17 Uhr im Biergarten des Landgasthofes Hirsch. Mittwoch Grillabend heißt, wir haben eigentlich die Küche aus, die warme Küche im Restaurant ist aus. Wir machen Schweinshaxen, Sparrows, Hähnchen, Krustenbraten, Rollbraten, verschiedene Salate mit Musik, mit verschiedenen Dressings, mit Knoblauchsoße. Und es gibt speziell immer nur am Mittwoch, wenn das Wetter schön ist, bei guter Witterung, haben wir ab 18 Uhr Grillabend. Noch die letzten Vorbereitungen vor dem großen Andrang. Alle Salate macht Chefkoch Roger Weber selbst.
Außerdem verwendet er nur regionale Produkte. Worauf er besonderen Wert legt, alle Soßen, Dressings und Suppen werden frisch zubereitet. Und das macht der Chefkoch schon über 20 Jahre. Die Leidenschaft kommt von meinen Eltern, von meinen Urgroßeltern. Wir hatten lange, 3 Jahre, 4, die 4. Generation Gastronomie. Und ich habe das mit Leidenschaft weitergemacht. Ich koche nach wie vor mit Liebe. Das merken auch unsere Gäste und daher seit 87 Koch. Um 18 Uhr fängt der Grillabend offiziell an. Und der Ansturm ist groß. Selbstbedienung ist angesagt. Der Gast hat die Wahl aus 10 verschiedenen, nach Hausrezept gefertigten Salaten und Fleisch. Viel Fleisch. Die Gäste haben Spaß. Doch für den Chefkoch ist so ein Grillabend auch ein bisschen stressig. Das Vorbereiten muss ja den ganzen Tag vorbereitet werden, Salate gemacht werden, Fleisch zubereitet werden. Das ist stressiger wie das normale à la carte Geschäft, aber der Grillabend selber, die Ausgabe und zu sehen, wie sich die Gäste am Essen freuen, das ist angenehmer für mich. Und angenehm ist es auch für die Gäste. Für Unterhaltung sorgen die Musiker Tobi, Frankie und Wolfi. Alle 2 Wochen sind sie beim Grillabend mit dabei. Unseren Gästen rüberzubringen, ist mir wichtig, dass sie glücklich sind, dass sie satt werden, dass sie wissen, sie haben ein gutes Essen, sie haben ein selbstgemachtes Essen, dass sie sich fühlen, wie wenn es die Mama oder die Frau zu Hause kocht. Und das ist für uns wichtig. Und wenn sich der ein oder andere Gast gleich so wohl fühlt, dass er über Nacht bleiben möchte, es stehen im Gasthof 2 Einzelzimmer und 4 Doppelzimmer zur Verfügung. Während sich die Eltern gut unterhalten, können sich die Kinder am kleinen Spielplatz austoben. Und für die Erwachsenen ist auch etwas zum Spielen geboten. Eine Spaßkegelbahn in der Bistro-Cocktailbar Kuba sorgt für weitere Unterhaltung. Inzwischen, nach 2 Stunden Dauerbedienen, wird es am Buffet langsam, aber sicher übersichtlicher. Roger Weber hält weiterhin durch, bis der letzte Gast bedient ist. Mein Wirtshaus. Gut essen und trinken im Allgäu. Präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten. Und jetzt gibt's wie immer donnerstags den Veranstaltungskalender. Das Restaurant Lagune in Kempten auf dem St. Mangplatz 17 feiert sein 25-jähriges Bestehen und bedankt sich bei allen Gästen für die jahrelange Treue und Unterstützung. Jeder ist herzlich eingeladen mitzufeiern. Vom Freitag, dem 29. bis Sonntag, dem 31. Juli freuen Sie sich auf Musik, italienische Spezialitäten und ausgelassene Stimmung. Familie Leocata sagt Danke Kempten und freut sich auf alle Gäste. Die 3 Musketiere, die große Altusritter Freilichtbühnenproduktion, noch bis zum 17. Juli. Erleben Sie dieses Mantel- und Degenspektakel in einer grandiosen Inszenierung mit rund 300 Mitwirkenden. Eine imposante Kulisse, traumhafte Kostüme und mitreißende Fechtszenen werden Sie begeistern. Die 3 Musketiere, einer für alle und alle für einen. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Infos und Tickets unter 01805 59 2200. Das Allgäu-Hotel Memmingen Nord in der Teramo-Straße 31 lädt ein zum Tag der offenen Tür. Das Business-Hotel bietet modernes Design, State-of-Art-Ausstattung der Tagungsräume, einen kleinen Wellnessbereich sowie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Besonders hervorzuheben ist der hervorragende persönliche Service. Überzeugen Sie sich selbst am kommenden Sonntag von 11 bis 16 Uhr bei einem Glas Sekt, Live-Musik und Führungen durch das Allgäu-Hotel Memmingen Nord. Das war's für heute. Die gesamte Sendung oder auch einzelne Beiträge können Sie unter www.tv-allgäu.de nochmal anschauen. Schönen Abend noch und bis morgen.